Ich soll Schmuck für dich besorgen? Ganz recht, aber keine gewöhnlichen Klunker. Es soll was Besonderes sein, was Edles. Etwas, das Burgfräuleins tragen. Wojcek, hier gibt es nur eine solche Frau. Burgherrin Stefanie von Thalmberg. Und deswegen sollst du mal ihre Truhe in Augenschein nehmen, wenn du verstehst, was ich meine. Bist du des Wahnsinns? Dafür könnte ich hängen. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ich will nur das Beste für meine werte Gattin. Na gut, sprich weiter. Du wirst dich in ihr Gemach schleichen, wenn sie nicht da ist und die Truhe aufkriegen müssen. Falls du dich dem nicht gewachsen fühlst, lass es lieber gleich. Aber wenn du mir den Schmuck bringst, belohne ich dich fürstlich. Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern abhanden. Aha! Besprechen wir den Preis. Klar, warum nicht? Zufrieden? Das klingt interessant. Ein bisschen weniger und ich bin zufrieden. Endlich eine vernünftige Summe.
Gelobt sei Jesus Christus. Ich möchte ein Pferd kaufen. Und? Hast du unsere Pferde gesehen? Noch nicht. Dann sieh dich in den Ställen um, damit du nicht die Katze im Sack kaufst. Ich möchte ein Pferd kaufen. Und? Hast du unsere Pferde? Ja, prächtige Tiere. Sie sind vom Feinsten. Gefällt dir eines besonders gut? Ein besseres Pferd gibt es nicht. Stark, schnell, treu. Ein Schlachtross. Aber? Nun, es riecht nicht gerade nach Rosen. Es stinkt. Genau genommen stinkt es abscheulich. Wie viel will der für das Pferd? Vielleicht ein anderes? Gute Wahl. Eine der schlauesten unserer Stuten und schnell wie der Wind. Man könnte meinen, schneller als die Zeit. Vielleicht ein anderes? Dieses Biest beißt, tritt und gehorcht nicht. Den bin ich mit Freuden los. Vielleicht ein anderes? Ein schönes Ross, eines der besten. Aber es hat seinen eigenen Kopf. Oder sieben. Vielleicht ein anderes? Soll ich mir das eine holen, das zwar richtig gut ist, richtig gutes Pferd und so Dinge, aber es stinkt wie die Pest? Weil ich könnte meinen Charisma beeinträchtigen, wenn ich mit Leuten handle oder so und mein Pferd stinkt halt nach Scheiße. Gute Wahl. Eine der schlauesten unserer Stuten und schnell wie der Wind. Man könnte meinen, schneller als die Zeit. Das hat die Eigenschaft von dem Pferd. Vielleicht ein anderes? Dafür ist es aber gut in jeder Art. Gute Wahl. Eine der schlauesten unserer Stuten und schnell wie der Wind.
Man könnte meinen, schneller als die Zeit. Vielleicht ein anderes? Ein besseres Pferd gibt es nicht. Stark, schnell. Aber? Nun, es riecht nicht gerade nach Rosen. Es stinkt. Genau genommen stinkt es abscheulich. Vielleicht ein anderes? Gute Wahl. Eine der schlauesten unserer Stuten und schnell wie der Wind. Man könnte meinen, schneller... Vielleicht ein... Ich möchte ein Pferd kaufen. Und? Hast du unsere Pferde gesehen? Ja. Sie sind vom Fa... Gefällt dir ein besseres Pferd? Aber? Nun... Wie wär's damit? Ein schlechtes Angebot. Abgemacht. Soll ich meinem Pferd eine Rüstung anziehen oder soll ich drauf scheißen? Keine Ahnung.
Sprechen wir den Preis. Warum nicht? Ist das genug? Nur ein wenig mehr und wir kommen ins Geschäft. Sind wir uns einig? Komm schon, ein bisschen mehr und wir sind im Geschäft. Ja, bei dem Betrag kommen wir zusammen. Lern gefälligst, wie man reitet, du Tölpel!
Wieso bist du hier? Verzieh dich! Gott sei mit dir. Können wir handeln? Wenn du Geld hast. Reden wir über den Preis. Warum nicht? Einverstanden? Schon besser. Etwas weniger und wir kommen ins Geschäft. Weil du es bist. Wir kommen der Sache näher. Noch etwas weniger. In Ordnung. Was zur Hölle?
Händler. Gelobt sei Jesus Christus. Gehen hier irgendwelche verdächtigen Dinge vor? Allerdings. Gerade gestern Abend war Pater Godwin hier und hat wegen dem Kräuterweib Gertrude Gift und Galle gespuckt. Und das ist noch nicht alles. Hier? Du solltest hören, was der Stallbursch... Gehen hier irgendwelche... Nichts außergewöhnlich. Wie ich sehe, weißt du, wie man ein Schwert schwingt. Das hätte ich nie ver... Mit einem Stock. Ich übe mit einem Stock. Gibt es etwas für mich zu tun? Mich plagen so viele Sorgen, dass ein Weib... Ich soll mich um eine Hexe... Eine Hexe? Die alte Gertrude. Dem verkommenen Kräuterweib ist nichts heilig. Ah, lass mich... Mumpitz. Gertrude ist nicht des Teufels, hat aber ganz eigene Ideen, was den Leuten hilft. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, sie... Und was ist das Problem? Solange Kräuterweiber den Leuten und ihren blähsüchtigen Kühen Arznei geben, beim Gebären helfen oder Weihrauch überm Bett schwenken, nichts. Aber das ist Frevel und gefährlich. Schimmel, Flechten und weiß Gott was wandern in so ein Gemisch. Ich könnte es nicht ertragen, wenn sie so irgendein leichtgläubiges Mädchen vergiftet. Was erwartest du von mir? Such sie auf und finde heraus, was sie im Schilde führt. Sie fürchtet die Kirche, also sag ihr, ich habe dich geschickt. Das wird sie zum Reden bringen. Falls sie den Leuten wirklich flau... So gut wie... Gut. Gott sei mit dir. Wachen, kommt her, rasch! Gott sei mit dir. Ich möchte gern lesen. Du? Du siehst nicht gerade nach einem Geistlichen aus. Nun, warum nicht? Du lernst es schon. Bedenke, dass das nicht leicht wird. Es braucht Zeit und kostet. Und einige Groschen. Nun gut. Ich will keine Zeit verschwenden. Wir können beginnen. Je eher ich es meistere, desto besser. Also gut. Dafür musst du mich allerdings mit ein paar Groschen bezahlen. Und plane mehrere Tage dafür ein, damit das auch etwas wird. Wo du es doch eilig hast. Hier sind deine Groschen. Dann können wir gleich beginnen. Zwar seinen Schwur, aber besser das, als sich hier nicht selbst treu zu sein. Möge er seinem Herzen folgen. Aufwachen, Junge. Wir sollten weitermachen. Also, dann diesmal ein Stück. Hier liegt sein Buch auf dem Tisch. Versuch, etwas darin zu lesen. Ob ich das kann? Bestimmt. Es ist ein einfacher Text. Komm zu mir, wenn du es durchgearbeitet hast.
Ich habe das Buch gelesen. Wunderbar. Sag mir, was darin steht. Dass Gier einem nichts einbringt. Großartig. Du bist einer meiner besten Schüler. Du hast die Bedeutung hinter den Buchstaben erkannt. Wie ich schon sagte, Bücher sind wertvoll. Und dasselbe sollte für die Worte darin gelten. Heißt das, ich kann jetzt lesen? Ja, du kennst die Grundlagen. Denke daran, Junge. Die Feder ist mächtiger als das Schwert. Um wahre Redekunst zu erlernen, solltest du noch viel mehr lesen. Kommen wir zur zweiten, schwierigeren Lektion. Viele Bücher sind auf Latein verfasst, der Sprache der Gelehrten und Geistlichen. Wenn du lesen lernen willst, führt kein Weg um diese Sprache herum. Auf dem Tisch liegt ein Buch. Lies es und komm dann zu mir. Du musst es nicht verstehen, aber die Buchstaben erkennen können. Ich habe gerade erst die Fabel von der Gans gelesen. Und nun soll ich Latein lernen? Du bist ein kluger Junge. Du schaffst das schon. Ich habe den Text gelesen. Also gut, Junge. Was steht dort? Nutus et libertine malus ut none aliqua parte posit. Nicht schlecht für den ersten Versuch. Versuch's noch einmal. Übung macht den Meister. Pass etwas besser auf. Ich habe den Also gut. Nullus est liber... Herr im Himmel! Und du hast vorher noch nie Unterricht gehabt? Unglaublich! Nun, es gibt nichts mehr, was ich dir beibringen kann. Du könntest dich umgehend weihen lassen, wenn du wolltest. Danke, Domine. Ich fühle mich schon weiser. Thank you.